Meine Geckos erobern die Welt. Ein Klon nach dem anderen. Zurzeit leben sie in diesem Teil des Dschungels, aber nicht alles ist gut. Sie vermehren sich schneller, als ich mit ihnen Schritt halten kann. Und wenn ich nicht bald etwas unternehme, werden sie die Welt übernehmen. Im heutigen Video werde ich euch also ein eigenes Ökosystem bauen und das wird nicht einfach sein. Macht dich auf das Gute, das Schlechte und das Hässliche gefasst. Also, fangen wir an. Beim Kauf dieser Geckos habe ich 3 Weibchen bekommen. Aber es dauerte nicht lange, bis ich überall im Becken Eier fand. Zuerst dachte ich, dass aus diesen Eiern nichts schlüpfen würde. Sie haben keine Männchen, mit denen sie sich fortpflanzen können. Aber um sicherzugehen, dass die Eier nicht befruchtet waren, nahm ich ein Gelege heraus und setzte es unter eine Lampe. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Da war Bewegung. Da war Leben. Man konnte sehen, wie sich ihr Schwanz und sogar ihr Kopf bewegte. Und nur ein paar Tage später geschah etwas Erstaunliches. Sie schlüpften. Winzig kleine Geckos krabbelten aus den Eiern. Sie waren so, dass sie auf der Spitze meines Fingers passen würden. Ich fing an, sie überall im Aquarium zu finden. Warte mal kurz. Die 3 ursprünglichen Geckos waren weiblich und irgendwie einzelne Babys war auch eins. Wie ist das möglich? Nun, diese Geckos haben eine Superkraft. Sie können sich selbst klonen. Man braucht nur ein einziges Gecko-Weibchen, um eine ganze Population zu gründen. Das nennt man Parthenogenese und ist sehr hilfreich, wenn es keine Männchen gibt. Aber in diesem Fall wurde es ihnen zum Verhängnis. Das Klon geriet außer Kontrolle. Das wäre nicht so schlimm, wenn sie alleine leben würden, aber sie leben mit Vampirkrabben zusammen. Diese Krabben teilen sich ihr Revier und leben seit über einem Jahr friedlich zusammen. Der Frieden zwischen den Krabben und den Geckos wird aber nicht mehr lange halten. Wenn sich die Geckos überbevölkern, bekommen die Krabben einfach immer weniger Platz. Es ist so einfach nicht genug Platz für beide. Die Krabben könnten die Babygeckos für eine leichte Mahlzeit halten. Ich war also gezwungen, etwas zu tun. Und zwar schnell. Ich werde die Geckos aus dem Becken nehmen und ihnen ein eigenes Zuhause bauen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Denn die Geckos sind schnell, sie können springen und sogar auf dem Wasser laufen. Aber bevor ich anfange, muss ich ein neues Zuhause für sie bauen. Ich werde dieses 12x12x18 cm großes Gehege benutzen. Es hat eine Tür an der Seite für die Wartung und ein kleines Licht auf der Oberseite. Der erste Schritt war die Herstellung der Drainageschicht. Ich habe etwas Leka eingegossen und etwa 1,5 cm verwendet. Das Zeug ist wirklich billig, leicht und einfach zu finden. Auf die Leka habe ich ein Stück Unkrautvlies gelegt, damit der Schmutz nicht in die Drainageschicht gelangt. Nachdem das alles gut aussah, habe ich angefangen, die Erde einzubringen. Ich brauche nicht so viel, weil ich als nächstes diesen Baumstamm einbringen wollte. Er sollte das Herzstück und ein perfekter Unterschlupf für die Geckos werden. Nachdem ich den Baumstamm eingepflanzt hatte, holte ich einige Pflanzen, darunter viele verschiedene. Ich habe sie eingepflanzt und um das Becken zu vervollständigen, habe ich Moos besorgt. Ich verteile kleine Portionen davon im ganzen Becken und rundete den Bau mit etwas Laubstreu ab. Diese abgestorbenen Blätter werden eine Nahrungsquelle für einige zukünftige Tiere sein und dienen den Geckos als Versteck. Und hier ist das Endergebnis. Das Becken hat sich verwandelt. Von einer leeren Kiste in einen üppigen Regenwald. Es wurde mit Pflanzen vollgestopft, damit die Geckos viel Platz zum Klettern haben. Das Becken war bereit für die ersten Tiere. Diese werden Springschwänze genannt. Diese kleinen Wonneproppen werden jeden Schimmel beseitigen, der auftaucht. Denn Schimmel kann einem Becken wirklich zu einem großen Problem werden. Und diese Tiere sorgen dafür, dass das Becken sauber bleibt. Ich habe sie in der Nähe des hinteren Teils des Beckens platziert und dann habe ich das nächste Tier geholt. Diese Jungs heißen Büffelkäfer. Sie fressen alle Futterreste, die die Geckos nicht fressen, und räumen hinter ihnen auf sozusagen. Ich habe sie in das Becken gestreut und sie fingen sofort an zu erkunden. Während sie auf Erkundungstour gingen, holte ich meine nächsten Tiere. Das sind Hummeltausendfüßer. Man sieht, dass sie diese leuchtenden gelben Streifen haben, um Raubtiere davor zu warnen, sie zu fressen. Sie benutzen hunderte von winzigen Beinen, um über den Waldboden zu laufen, und sie fressen tote Blätter und alle Arten von verrottetem Material. Als ich sie in das Becken setzte, rollten sich viele von ihnen zu einem engen Ball zusammen. Das soll sie vor Fressfeinden schützen und irgendwann haben sie sich geöffnet und sind dann weggekrochen. Viele von ihnen erkundeten die moosbewachsenen Wiesen, während andere begannen, auf die Rinde zu klettern. Die meisten suchen unter der Erde aber Zuflucht. Dort fühlen sie sich sicher und geborgen. Nachdem wir nun die Springschwänze, Käfer und Tausendfüße haben, war es an der Zeit, die Geckos zu fangen. Das erwies sich als sehr viel schwieriger, als ich ursprünglich dachte. Zum einen haben sie sich tagsüber alle versteckt, und einige von ihnen versteckten sich vor allen Augen. Sie fügten sich nahtlos in die Pflanzen und den Hintergrund ein. Als ich endlich einen fand, waren sie viel schneller, als ich es in Erinnerung hatte. Sie haben spezielle Füße, mit denen sie so ziemlich an allem hochklettern können.
Sie können sogar direkt am Glas hochklettern. Und jedes Mal, wenn ich versuche einzufangen, springt sie sofort in die Baumkrone hinunter. Sie machen wirklich verrückte Sprünge oder tauchen ins Unterholz. Manchmal springen sie sogar in den Wasserbereich hinunter. Natürlich konnte ich sie auch dort nicht fangen, denn ihre Haut ist komplett wasserdicht. Diese Reptilien können auf dem Wasser laufen. Wenn der Gecko auf der Wasseroberfläche landet, sieht man, wie er sofort wieder aufspringt. Es gab also nichts, was ich tun konnte. Fast alle Geckos versteckten sich und ich konnte sie einfach nicht fangen. Dann hatte ich eine Idee. Die Geckos sind nachtaktiv, also kommen sie normalerweise nur nachts heraus. Ich beschloss also, bis mitten in der Nacht zu warten und es nochmal zu versuchen. Um 2 Uhr morgens stand ich auf und begann die Jagd. Es war Zeit, ein paar Geckos zu fangen. Ich schaltete die Regensysteme ein, um ein Gewitter zu erzeugen. Der starke Regen wird die Geckos zum Trinken bringen. Nach dem Sturm begann die Jagd. Eine nach dem anderen begann ich, die Geckos zu fangen. Sie waren alle draußen und liefen herum. Mein Plan ging perfekt auf. Der Regen hatte viele von ihnen zum Trinken auf das Glas gebracht. Andere kletterten ins Freie, wo ich sie leicht entdecken konnte. Es gab auch mehrere Geckos, als ich erwartet hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie viele da wirklich drin waren. Ich begann also Gecko für Gecko für Gecko aufzuzählen. Ich setzte eine nach dem anderen in das Becken, musste aufpassen, dass keiner von ihnen wieder heraussprang. Ich fügte auch ein paar Gelege hinzu, aus denen sie sich sicher schlüpften und wachsen konnten. Auch wenn ich die Geckos reinbrachte, war der Kampf noch nicht ganz vorbei. Die Geckos waren im Becken, aber die eigentliche Frage ist, wie werden sie reagieren? Werden sie gestresst sein? Werden sie sich wohlfühlen? Also habe ich den Geckos als Einweihungsgeschenk ein paar Fruchtfliegen geschenkt. Ich weiß, dass sie lieben und ich hoffte, dass sie sich dadurch wie zu Hause fühlen würden. Ich schüttete etwa so 50 Stück hinein und sie begannen sofort sie zu jagen. Sie alle aßen, ohne sie zu zögern, auf. Diese leichte Mahlzeit. In weniger als 5 Minuten waren sie alle weg. Zum Nachtisch habe ich ihnen einen speziellen Gecko-Smoothie zubereitet. Ich stellte ihn in das Becken und es dauerte nicht lange, bis sie sich darum versammelten. Nach etwa ungefähr einer Woche begannen die Geckos, sich in ihrem neuen Zuhause richtig einzuleben. Die Käfer und Tausendfüßler hatten die Zeit ihres Lebens. Und das ist erst der Anfang. Ich habe große Projekte mit einigen der erstaunlichsten Tiere, die man je gesehen hat, in Planung. Von den tödlichen bis zu den schönen. Abonnieren und liken Sie dieses Video, wenn Sie mehr sehen wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.